Hi-ho! Zurück wieder Monster Hunter 3. Wie man sieht, wieder in der Arena. Dieses Mal aber keine gewöhnliche Arena. Sondern wir haben die Event-Quest mal gestartet. Und zwar sollen wir jetzt zwei Ludrotte erledigen. Ist gerade was aufgefallen. Na? Oh. Mario, Barad-Rüstung sieht genauso aus. Die Rüstung von Golden Dude, falls ihr den noch kennt aus Dark Souls Let's Play. Ach so. Bloß in einer anderen Farbe. Der Typ, der mich ausgelacht hat, als ich ihn befreit habe. Lachen dich nicht alle Leute aus, die du befreist? Oh, das kann sein. Ja, ich finde irgendwie, dass seine Rüstung auch Ähnlichkeiten mit der... na, wie hieß es? Barios-Rüstung hatte. Oder wie Basarios, so hieß das. Basarios und Gravios. Obwohl ich sagen musste, bei Monster Hunter, die Gravios-Rüstung hatten, die sahen leicht, fett aus. Ja. Übertrieben. Ich finde, das sind so die richtigen... Es gibt nur eine winzig dünne Linie zwischen übertrieben und übergewichtig. Ja. Beides ist auf jeden Fall über. Ja, auf jeden Fall. Über dem einen oder über dem anderen? Sowohl als auch. Ich finde aber, diese Gravios-Rüstung ist sowieso so eine Proller-Rüstung eher. Weil die so fett ist. Ja, manche Leute mögen es aber, ne? Irgendwie nehmen die mich alle. Die alle von mir weg. Doch nicht. Ja, ich kämpfe hier gerade mit vollem Einsatz. Aber weißt du, was wir machen könnten? Das geht ja auch nicht, so eine. War ein blöder Vorschlag. Ich wollte sagen, Rüstung sammeln hier, damit ich auch mal eine andere Rüstung habe, nicht immer hier wie ein Häuptling rumlaufe. Aber ein Rathalos gibt es ja noch nicht für uns. Weil du immer noch ein Noob bist. Richtig. Das ist halt leicht doof. So, aber wir können halt hier ein bisschen rumtollen. Rumtrollen. Oder das auch. Find's immer noch ein bisschen schade, also wie ihr gemerkt habt, wir haben leider immer noch niemanden dabei. Keiner mag uns mehr. Der so wirklich zu uns gehört, also zu unserer Gang hier, unsere Online-Gang. Wir haben auch festgestellt, dass Kenny wohl gestorben sein muss. Ja. Seit wir das Lied gesungen haben, hat er vielleicht den Gesang so unerträglich empfunden, dass er daran vielleicht verendet ist. Oder so schön, dass er eingeschlafen ist und nie wieder aufgewacht. Oder dritte Theorie, er ist einfach nur Kenny. Oder er ist wieder zu spät gekommen. Ein paar Stunden. Ja, diesmal, wollte ich gerade sagen, diesmal ein bisschen heftiger zu spät kommen. Aber das muss man ihm lassen. Zu den Let's Plays war er immer pünktlich. Bisher, ne? Aber gut, man weiß auch nicht, ob er überhaupt in dieser Aufnahme hier mitmachen wollte, denn er hat ja auch nichts gesagt. Sonst schreibt er doch immer vorher schon private Nachrichten und fragt 500 Mal, ob er wieder mitmachen darf. Es hätte mir schon seltsam vorkommen sollen, dass er diesmal nicht gefragt hat. Obwohl eigentlich andere Leute gefragt haben, die nicht aufgetaucht sind. Ja, das ist... Vielleicht haben die sich auch im Datum geirrt. Vielleicht dachten die auch alle, so wie du, Sonntag, aber da habe ich mich ja verschrieben. Naja, ist ja auch egal. Wir kommen auch zu zweit klar, ne? Mit irgendwelchen... Ignorierst du den anderen Typ, wie der drin ist, total? Ich weiß nicht, ich kann den gerade nicht einschätzen. Ich weiß nicht, ob er gut kämpft oder schlecht kämpft. Das erste ist tot. So, ich bin ja mal am Überlegen, ob das genug Punkte gibt, damit wir ein bisschen aufsteigen, ne? Im Jägerrang. Oder haben wir jetzt keine Lust mehr, Jägerränge aufzusteigen? Fragst du dich das selbst oder fragst du mich das? Dich auch. Weiß nicht, hast du denn Lust, Jägerränge aufzusteigen? Also mal abgesehen davon, dass ich nie die letzte Quest fertig gemacht habe und darum für mal auf Level 50 festhänge,
quasi Jäger 50. Ja, das ist traurig. Dich hat ein schweres Schicksal getroffen. Ach verdammt, das hat Alien gekillt. Du Schwein, klaust du unseren Kill hier? Echt, gehörst dich zur Community. Nein, ich bin ja nicht verfeindet. Ich. Guck mal, wie wunderschön ich schwimmen kann mit meinem Beinchen. Ich glaube, der war auch, als ich mir den angeguckt habe, Spanier. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Wie kommt's eigentlich, dass wir nicht sinken mit unseren riesigen Waffen hier? Es liegt daran, dass bei meinem Griff Schaumstoff drin ist, der nach oben treibt. Ah ja. Deswegen, guck. Ui. Oh. Ich ersticke gerade. Das ist ja schön. Hui. Und ich tauche hier in die Tiefen der Tiefen. Und jetzt ersticke ich auch. Wie akkurat die so nebeneinander liegen, wie fast wie so ein Herz sieht das aus, wenn man so guckt. Naja. Gut, wir könnten entweder jetzt nochmal Event machen oder wir überlegen uns, ob wir nicht aufgeben sollten und einfach sagen sollten, komm, hier lohnt sich nicht mehr. Ich geb auf. Tschüss. Tschüss. So, dann ging die Folge jetzt nur 6 Minuten. Du könntest auch darüber reden, was du in der Zukunft so vorhast jetzt. Zukünftig, ja. Zukünftig habe ich vor, eine Familie zu gründen. Weiter ja. Mit deinem Let's Plays, aber naja. Das musst du auch dann genau definieren. Nee, zukünftig habe ich eigentlich nur vor, Monster Hunter Ultimate dann zu spielen auf der Wii U und eventuell einen neuen Partner zu suchen oder mit einem neuen Partner dann zusammenzuspielen. Außerdem, da er mich nicht mehr mag, Draken. Wird weggeworfen, weil ich nicht gut genug bin für ihn. Ja, du wanderst ja auch aus. Wie ihr schon erfahren habt, der Draken verlässt uns ja. Und es hat sich ein neuer Questpartner gemeldet. Nur ob das Ganze funktioniert, beziehungsweise ob das so klappt, wie wir uns das vorstellen, weiß noch keiner. Steht Marvin. Halt noch. Ja, genau. Steht halt noch in den Sternen, ob das funktioniert. Wenn das funktioniert, haben wir auf jeden Fall auch wieder jemanden immer noch dabei, der uns hier mit reichlich Information, über was? Beschmeißt. Na, du beschmeißt uns doch ja auch mit Informationen, oder nicht? Nein. Warum nicht? Ja, aber bloß sinnloses Zeug. Das ist doch genau das, was ich sagte. So, was haben wir denn hier noch? Auch sinnlose Informationen sind Informationen, ne? So, was hat jetzt der Ello geöffnet da? Er jage ein Lagiakros. Gesundheit im Übrigen. Vielen Dank. Kannst du gar nicht mit, oder? Doch, Jägerrang 14 bin ich ja genau. Oh. Kannst du mal gucken, ob du ein Rathalos auch aufmachen kannst für 14? Der ist 18. Immer diese 18. Wahrscheinlich die dringende für die nächste Stufe. Immer diese 18-Jährigen. Immer diese Volljährigkeit, die mir im Weg ist. Marvin? Ach, da ist er, Marvin. German. Chillen, helfe gern. Play and fun. Rockstar. Mister, sind egal. Hä? Okay. Sehr einfallsreich, Marvin. Und er hat auch die... Bling, hat reingeschrieben. Ich glaube, dem ist oft kalt. Das kann sein, er hat die Dingswaffe, ne? Ich habe jetzt gerade gar nicht seine Dings angeguckt, hier seine ich Effekte. Hatte? Diese Lehmwaffe, die ich auch habe, hier so. Schattenbinder. Bloß halt verbessert, ne? Er hat Statusangriff hoch, Fangster, Fallenmeister, Scharfschwert und halbes Betäuben. Oh, 183 Jäger. Oha. Oh. Ein hat wohl nichts anderes zu tun. Ein alteingesessenes Eisen hier. Ich frag mich, welchen Jäger wir damals im Monster Hunter 1 gewesen wären, hätten wir weitergespielt. Oder hätte es weitergehen? Ja, richtig, das wollte ich gerade anmerken, wenn die den Jägerrang höher gemacht hätten. Weiß ich nicht, wir haben es ja ziemlich lang gespielt, ne? Hm. Ja, es hat damals schon Spaß gemacht. Ich vermisse diese alten Tage, wo man einfach vor so einem Fort steht und auf die Beine eines Monsters haut. Oder auf das Gesicht. Genau, das war das stärkste Monster im ganzen Spiel. Mit seinem, so heftigen Attacken.
Ich weiß gar nicht, wie wir das damals geschafft haben. Wir sind in die Nase gekommen und haben es erstickt. Ja, das, so ein Kissen haben wir genommen, ne? So ein riesiges Kissen aus, ja, gab's überhaupt schon Monster, was Federn hatte? Nee, ne? Fällt gerade keins ein. Frage. Ich glaube nicht. Kutgu war ja nicht so ein Vieh mit Hä? Federn. Es sei denn, die haben bei Monster Hunter die Theorie der Dinosaurier genommen und die müssten jetzt die echsenhafte Haut mit Federn ersetzen. Denn es wurde ja bewiesen, irgendwie einige Dinosaurier hatten Federn, ne? Oder sollen sie gehabt haben? Glaubst du denn daran? Ja, warum nicht, ne? Haben wir ja Federn gefunden. Ist dir relativ egal, ne? So ein Ja, die Hühnchen. stammen ja von den Vögeln ab, ne? Also, ja, die Vögel stammen ja von denen ab, ne? Stimmt schon, ja. Wenn da so ein Hühnchen-Dinosaurier vor dir steht. Bock, 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 bock. Ich bin ein Tyrannosaurus Rex. Bock, bock, bock. Da würde ich schon ein bisschen Angst kriegen, du nicht? Ja, weil das mit mir redet. Und Ja. ich denke, ich muss in die Klapse. Stimmt schon. Ein Chickensaurus Rex. Haben wir neuerdings erfunden. Dann werden auch die McChicken heute in McDonald's auch wesentlich größer, glaube ich. Wenn es den Müssten noch auch mal geben würde. versuchen, dass bevor die Server runtergefahren werden. Wann war das nochmal? Jetzt Ende. Ich weiß nur März, also jetzt Ende März kommt ja das Spiel und ich glaube Ende April wollen die das dann machen oder so. Oder fahren die Dann sofort sollten wir runter? versuchen, dass wir vorher noch alle Monster mal zeigen. Ja, muss man bloß einen anderen Speicher nehmen. Einen Spielespeicher, wo ich auch diese ganzen Monster mitmachen kann. Obwohl ich denke ich mal, dass wenn wir es nicht schaffen sollten, es eh ein bisschen egal wäre, weil die ja eh in Monster Hunter Ultimate sind. Da fängt ja wieder alles von vorne an. In der Mehrzahl. Ja, ich rede von mir und den Zuschauern, die da mitmachen zukünftig. Oder mit meiner schizophrenen Seite, das habe ich noch nicht ausgemacht, ne? Schizophrene Seite. Ja! Siehst du? Was ihr nicht wisst, Thomas Schizophren, oh, schon Schwanz ab, hat in einem Film mitgespielt. Und zwar hieß der Charakter Gollum. Vielleicht kennen ihn so ein paar Leute. Ja, deswegen, daraus leitet sich doch der Name Martox ab. Gollum Martox klingt doch fast gleich. Oh, irgendwer ist da verwirrt gewesen. Hier bin ich alles was verwirrt. Ich nicht. Ich bin nie verwirrt. Oh, das war sauknapp. Stand Aber so viel direkt Schaden darunter. macht er doch eh nicht. Ich find's lustig, dass Monster Hunter manchmal ruckeln kann, wenn da so viele Schwerteffekte aufeinander hocken. Schon wieder. Heute gibt es keine Elektroschocks für dich, AG. Was ist eigentlich nochmal die Lagiakus-Rüstung für Effekte? Weißt du das? Die normale weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, die verstärkt Elemente. Lässt sich schneller schwimmen. Da weiß ich jetzt leider gar nicht. Ich glaube, ich werde es einfach mal in der nächsten Folge durchziehen, bevor wir Aknaktor machen, einfach mal die Rathalos-Rüstung voll zu sammeln. Dann jedes Mal dasselbe Monster machen. Yay, das wird. Was mich so ein bisschen wundert, ist, dass ich ja am meisten Leben habe und nie getroffen werde. So. Kannst du mir mal verraten, warum viele hier mit Drachenwaffen immer rangehen? Warum hier keiner gezielt Einer die Sch davon bin ich. Aber das liegt halt an der Rüstung, weil ich dadurch ein Element bekomme. Ja, du hast ja dieses Erwecken oder so, ne? Oder Erwachen oder Genau. sowas. Ja, dann, Ich habe die Waffe eigentlich nur wegen dem, na, hohen Schaden. Ich die halt nicht dauernd wechseln muss. Sondern fürs Let's Play. Ja, stimmt schon. Naja.
ist gleich tot, es wollte gerade weghinken. Wollen wir das nicht alle? Ich würde auch gerne vor dir weghinken. Dann tu das doch. Was ist das? Habe ich die ganze Zeit gar nicht geschrieben, wenn wir hier gespielt haben. Irgendwelchen Leuten. Weil es vorher auch nicht gut war. Good job geschrieben. Es war nicht gut genug, oder wie? Was? Es war nicht gut genug, oder wie? Irgendwas hat da eine geschrieben. Refugees get in peace oder so. Ich nix verstehe. Pace. Aha. Pace safe. Haha. Pedos. Was, Pedos? Gut, die Quest geschafft. Jetzt als nächstes, schade, dass ich, wie gesagt, kein Rathalos machen kann. Schon gerne die Rüstung dann da schon angefangen zu sammeln, weil online ist es doch ein bisschen fixer. Auch wenn ich damit nur wieder beweise, dass ich allein nichts drauf habe. Aber was meinst du, würdest du das denn, weil ich ja hier keinen anderen gerade fragen kann, nicht langweilig finden, wenn ich jetzt die nächsten Folgen nur die ganze Zeit Rathalos kloppe? Weiß nicht, wie gesagt. So lange ist es ja nicht mehr hin, ne? Wann wolltest du nochmal Ultimate spielen? Am Release-Datum, wenn es rauskommt, am 22. März. So? Hm? Ja, genau. Genau so. Das ist genau 3 Tage, bevor ich losfliege. Ja, dann kannst du auch ein bisschen mitzugucken, ne? Ja, natürlich. Wie es denn so ist. Söchen, damit hätten wir das auch erledigt. Dringende habe ich immer noch nicht, bin gerade Jäger Rang 15 geworden. Wie viele Minuten sind wir jetzt bei der Folge? Ja, 17. Und irgendwas machen. Ja, ich kann ja nochmal fix eine Quest starten. Wir können ja mal deine Eier holen. Du verlierst die ja dauernd. Ja, wenn jetzt nicht der LOE wieder irgendwas öffnet. Ich glaube, der will die Lagia-Rüstung, wenn ich jetzt mich nicht irre. Ja, der will ja. Lagia machen. Fangen. Man will noch mitmachen, oder? Ah. Sondern ich mache jetzt Eierquest auf, so. Ist mir jetzt egal. Ich mache die jetzt. Auch. Ich mache die jetzt. Ich zieh die jetzt durch. Okay. Ich höre nicht mehr auf euch. Ich muss einfach. Ich bin süchtig nach Eiern. Oh. Hey. Verstehst du schon wieder falsch, oder? Du magst Eier. Ja. Oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass der L mitmacht. Der denkt bestimmt, wenn ich denen jetzt helfe, helfen die mir die ganze Zeit. Leider weiß er nicht, dass wir nach der Quest schon wieder aufhören. Ja, leider. Denn das ist jetzt die letzte Quest für die Online-Session hier. Wie man merkt, so ohne Leute ist das alles ein bisschen, naja. Unsichtbare Kraft hält mich ab. Ja, eine Wand. Geht nicht. Komm nicht durch. Vielleicht mit dem Kopf durch die Und Wand. Und der Marvin ist zu cool zum Laufen. Der geht extra. Ja, das muss auch geübt werden. Denn nur mit einem leichten Vorwärtsdrücken des Analogstickes, wenn das ist das überhaupt ein Analogstick? Das ist doch kein Analog. Wie nennt man das denn? Was willst du? Nennt man das Bumper? Bei dem Wii Controller, was ist das? Diese zwei rollenden Gedönsdinger. Ist doch kein Analogstick. Analogstick ist doch bloß beim PlayStation Controller. Wie heißt denn das hier? Ich guck gleich mal in der Steuerung nach. Sag einfach Analogstick. Egal, du kannst mein Gehirn nicht umschreiben. Ich kann's aber mal versuchen. So, beginnst auch in der nächsten Folge wieder Steaks machen. Feuerwerk!
Hui! Ja, Silvester war aber schon. Knapp verpasst, mein Lieber. Ja, siehst du? Welchen Gebiet waren die Eier eigentlich nochmal hier? Du bist doch unser Eierexperte. War hier nicht mal eine Abkürzung? Ich bin mal sicher, dass hier eine Abkürzung war, ne? Hui! Ja, ja, nach 7. Cool. Ja, noch gut aber gemerkt. Ja, die Eier sind genau hier, wo wir jetzt sind. In 7. Ich laufe jetzt einfach. Ich weiß mal nicht, wann ich ankomme durch meinen super Orientierungssinn. Ja, das kann natürlich noch ein bisschen dauern, bis du dann hier bist. Ah, fuck, hier sind noch Eier. Eier, ich meine Steine. Ich fange da mal an zu sammeln. Ein nettes kleines Eichen. Wo sind denn die? Ach, hier. Ich habe mir wirklich angewohnt, wenn ich die Map nicht mehr auswendig kann, mir mal eine Karte mitzunehmen. Karte? Karte. Eine Speisekarte? Ja, man muss ja wissen, was es so zu essen gibt, ne? Ja, der meinte auch. Kannst du mir mal sagen, in welches Gebiet ich hier muss? 7. Ja, wie ich da hinkomme. Da, wo ich lang gehen wollte, waren Steine vor. Ich bin vom Camp aus hingegangen. Ja, du musstest aber auch irgendwie jetzt hier hin. Ja, 5. Also von 4. Ich sehe schon, nein, ich rede nicht mehr mit dir. Nein, ich sehe alles schon. Ich sehe die Zukunft und die Vergangenheit. Okay, wie krank ist das denn? Wie muss ich denn hier langlaufen? Hier ist wirklich alles versperrt. Das ist ja so leicht doof. Jetzt mag ich an Eier sammeln. Wo die Eier in 7 sind? An so einem Baum sind die dran geklatscht. Also so ein komischer Baum, den kannst du da looten. Also beziehungsweise kannst du da... Weiß ich schon. Genau, so ein Fragezeichen. Da liegen aber Knochen. Ja, aber auch Eier. Ich glaube, da kommen auch ab und zu Knochen. Und da läuft der Martox. Ja, ich finde gerade den Weg ziemlich bescheiden. Ja, oh. Darum bin ich auch so blöd gelaufen eben. Na, ich hätte eigentlich gedacht, dass man ein bisschen abkürzen kann. So mit Gebiet 1 und so. Aber dass man Gebiet 1 erstmal so erreichen muss, so richtig umständlich, mit Umleitung und so. Ja. War ja irgendwie komischerweise... Wow, also hier steht eine Menge vor, wenn man rauskommt. Komischerweise ist ein Steinschlag ja erschienen und hat den Weg versperrt. Ich frag mich ja, immer noch... Ab und zu regnet das Steine im Monster Hunter, das wissen nur weniger. Wie die diese Logik erklären. Da kam Lau vorbei vom Monster Hunter vorigen Teil und so und hat dann da ein bisschen Radau gemacht. Ey, jetzt sind alles Basarios und Gravios, die da gerade schlafen. So, damit hätten wir das auch. Soll ich nochmal ein Ei holen, oder? Hä? Schaffst du's? Keine Ahnung, muss ich gucken. Geht's von hinten an, greift plötzlich? Der greift dich an? Irgendwer. Jeder greift mich an. Ach, die Katzen wieder. Ja. Wie gesagt, das Gebiet ist sehr... Also der Weg dahin ist sehr bescheiden. Ja, wie gesagt, es kam irgendwas vorbei, was diese Steine dahin geworfen hat. Oder es war die Gilde, die sagt, geh nicht da lang, da ist jetzt, da wird gebaut. Ich glaube immer noch, dass es alles Basarios und Gravios sind, die gerade schlafen. Das kann auch sein. Oder es ist wirklich die Gilde, die sagt, hier wird gerade gebaut, Bauarbeiten. Das Gebiet wird restauriert, weil war nicht ja, so gut. Ja, aber nichts einfach mal sagen, einfach Steine vorschmeißen oder was? Ja. Und dann wundern wir uns wieder, warum die Bahn so spät ist hier in Monster Hunter. Die Sandbahn. So, ich hab's geschafft. Das ist das letzte hier? Ja, du bist jetzt der mit dem letzten Ei. Ich soll euch alle mal laufen lassen. Kurz bevor... Ja, das Problem ist, ich bin glaube ich... Ach nee, der Marvin auch noch. Ich bin sonst der Einzige, der hier noch im Ei rumrennt. Ja, und der L0 irgendwas. 01, ne? Oder LO1, je nachdem. Nein, einfach LOI. Oder LOI, okay.
Der E, der Typ mit dem E am Anfang, der wollte mich gerade schlagen. Überleben Mission B machen, was ist das? Ja, kein. Achso, macht der schon, der L. Muss es abgeben, bevor du hier ankommst. Muhaha. Was die ganzen Leute auch nicht wissen: Monster Hunter ist eigentlich total klein, die Welt. Und die Eier sind in Wirklichkeit Golfbälle. Oder Ping-Pong-Bälle. Und wir machen jetzt bloß. Achso, deswegen haben die Gebiete auch Namen. Das sind die Löcher, ne? Genau. Loch 8, Loch 10 und so. Ah. Jetzt ergibt das Spiel einen größeren Sinn. Du bleib weg, es ist mein Ei. Tu's. Ja, geh weg von mir. Hau ab. Okay. Ja, so, jetzt warten wir noch, bis wir halt die Nebenquest erfüllen und dann sind wir auch schon. Ich jag uns alle in die Luft. Na gut. Nein! Scheiße, ich kann's nicht mehr abgeben. Ich kann's an sich nicht mehr abgeben. Bleib stehen! Nein! Bleib stehen! Ich bin dir entgegengesprungen. Nein, er hat's fallen lassen. Er hat's automatisch fallen lassen. Nein, daraus wollte ich mir doch ein Omelett machen. So, dann gibt's heute kein Armbrot. Ja, das ist der perfekte Zeitpunkt, um die Aufnahme hier zu beenden. Ich habe nämlich kein Ei mehr. Also, wir betrauen jetzt Thomas Eier, die nicht mehr vorhanden sind. Ja. Die alle runtergefallen sind und geplatzt. So, damit fällt, wie gesagt, mein Abendessen flach. Ich muss nach Hause. Ich gehe wieder zurück ins Dorf, brate mir jetzt ein paar Steaks und dann hau ich vor lauter Frust auf Rathalos ein und stell mir vor, dass es die Leute sind, die zugesagt haben zu deiner Aufnahme, aber nicht gekommen sind. So, das ich esse heute Abend lecker Bartox. Gebraten mit etwas Barbecue-Soße. Ja, Bartox am Spieß und so. So dann genauso mal, wie Hühnchen. Dann winke ich mal hier. Tschüssi, liebe Freunde. Die anderen denken jetzt auch so, warum winkt denn der? Guck mal. Der Marvin. Was ein süßer Typ. So. Ja, okay. Ich glaube, das schneidest du besser aus. Nee, das tue ich nicht. Und der Warner tanzt nochmal vor uns hier, wie man sieht, der Draken natürlich hallo, auch. Ah, hey. Ist der derselbe? Hallo, hey. Dubi, dubi, dub, aloha, hey. Und so. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, Marvin, mach's gut. Wir sind alle jetzt am Ende. Es hat Spaß gemacht, auch wenn wir... der Warner ist weg. Auch wenn wir halt, keine Leute dabei hatten, die diesmal hier mit machen wollten. Keiner hat dich mehr lieb. Dann, tschüss.